Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt mir irgendwo hier die Mathilde. Salut. So, heute machen wir Vorbereitungen. Ja, seht's, Augen ist ja einfach. Ist ja Crap. Wo hau ich den mal rein hier, den Crap? Hab ich die doofen Schuppen hingepackt? Keine Ahnung. War nicht noch irgendwo so eine Mülltruhe? Ah, da hau ich die rein. Oh, da sind noch Kerzen drin. So, wir wollen uns vorbereiten und zwar für die Hölle. Na. Den scheiß Vulkan. Wo habe ich den Stein hingeballert? Hat man nicht noch so Steine übrig? Oho! Gut, wir haben 67 Steinfundamente in deiner Kiste. Hm, das ist gut. Ja, warum hast du noch 3 Öfen? Die habe ich hier, glaube ich, mal abgebaut und die wollten wir, glaube ich, zu irgendeiner anderen rübernehmen. Das sind die Öfen, die hier ursprünglich standen. Ah, da ist auch noch ein Herd drin und so. Okay, okay. Ja, die wollten wir mal mitnehmen. Und eine Werkbank des Schmieds. Aber auf jeden Fall die 67 Sandsteinfundamente, die können wir ja schon mal mitnehmen. Ja, vielleicht auch nicht so viel. Guck mal. Ich habe ein neues Schwert. Das sieht aus wie so ein Enterhaken oder so. Ja, das ist ein Dagon-Schwert. Das ist besser als das Sternmetall-Schwert. So, wie viel Schaden macht das? 51. Und wie viel Rüstungsdurchdringung? 9%. Ja, dann. Meins hat 51, auch 9%. Dann bleibe ich bei meiner Klinge. So, was wollte ich? Ich wollte mir... Wir reiten dann mit den Pferden hin, oder? Die können wir ja draußen lassen. Wir beamen zum Vulkan. Oh, scheiße. Ich hab keinen Bock, die Scheiße zu tragen. Hier, Imhotep, komm mal her. Erstmal, glaube ich, brauchen wir nicht... Ich dachte, wir wollten uns erstmal vorbereiten. Ja, ich wollte Ihnen doch nur schon mal das geben. ich wollte jetzt eigentlich mit Imhotep losziehen, aber gut, nehme ich halt Schlepperett. Mach mal Platz da. So, dann haben wir schon mal Steine. Du kümmerst dich um Heilung. Ja. So, ich muss erstmal Kerzen aufstellen. Was auch immer. Ich finde das toll mit ganz viel Kerzen. Ja, ich weiß. Ja, ist wie so beim Magier. Du bist auch Harry Potter-Scheiß-Fan. Die mögen doch auch Kerzen, diese Hexer oder so, oder? Oder wenn ich du das sagst. Bin ich da falsch informiert? Mögen die das nicht? Wenn du das sagst. Boah, ich habe eine Sternmetallsichel und die ist voll geil zum Ernten. Ich stell Kerzen auf. Ach das. Highlight der Folge. Heinrich stellt Kerzen auf. It's magic. Ja, ich habe auch meine Magic Bongos hier. Okay. Ach Leute, ich habe keinen Bock, mich mit euch zu kloppen. Oh, hier ist auch noch eine Bongo. Oder Trommel. Ach, da kann ich gleich mal gucken. Giftpfeile braucht man dann auch einen Arschfiege. Bestimmt. Haben wir überhaupt hier noch welche? 100, 200, 300. 300 sollten doch reichen, oder? Ja. Gut. Ich brauche mehr Aloe-Pflanzen. Gib mir mehr Aloe-Pflanzen. Ich finde es schade, wenn man Aloe selber anbaut, dass man keine Pflanzen, dass man keine Samen erntet. Dass es so selbsterhaltend ist. Das wäre schön. Aber vielleicht geht das mit einem besseren Pflanzdruck als dem, den ich habe. Das will ich nicht abstreiten. Könntest du uns ja mal verraten, ob das so ist. Juhu, da sind noch mehr Aloe-Pflanzen. Aloe Vera. Also Pfeile haben wir ja eigentlich auch noch genug für die letzte Expedition. Das sollte auch noch gut reichen.
jetzt wird gekloppt. Gibt's irgendwie Essen, was abkühlt? Nee, ne? Doch, ich glaube sogar. Auf jeden Fall kann man irgendwie einen kühlenden Tee oder sowas machen. Müsste ich mal schauen, welcher das ist. Kühlenden Tee gibt's auf jeden Fall. Kann sein, dass der aus Wüstenbeeren kühlt. Kann ich aber leider gerade nicht nachgucken. Ich guck gerade im Herd nach, aber... Eistee habe ich hier. Eistee klingt doch gut. Aber zeigt auch eher an für Wärme, Temperatur an. Na, Eistee klingt eher so, als ob der kühlt. Ja. Dafür brauche ich Kräutertee. Wir kriegen hier Kräutertee her. Kann ich den bestellen? Kannst ja mal bei Talenten auf die Suche gehen. Kräutertee eingeben. Die sagen dir das bestimmt. Na, hinten bei Suche. Hinten bei Suche? Ganz rechts, das liegt die Lupe. Ah. Und da kannst du Kräutertee eingeben. Oder einfach nur Tee. Dann komme ich bei Eisenhändler raus und kann mir irgendwie tolle Teekessel machen. Hm. Oder Piratenküche. Ich gucke gleich. Ich kann gerade nur nicht gucken, weil ich gerade am Kämpfen bin mit einem großen Viech. Katze, das ist Babyspielzeug. Lass das. Na, Katzenspielzeug und Babyspielzeug unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig voneinander. So, das kann ich auch gucken. Brauchen wir bestimmt irgend so ein Kackrezept, was wir nicht gefunden haben. Vielleicht kannst du es auch einfach. Was hast du gesagt? Es gibt ja so Rezepte, die man ja finden kann. Ah, das kann natürlich sein. Es gibt auch helles Bier. Wüstenwein. Ein enorm durstlöschender Wein. Kaktuswein gibt es auch. Es muss auch was Unalkoholisches geben. Na, ich kann nur Brei, Wüstenbeerenbrei, Hochlandbeerenbrei. Ich kann Weihrauch machen. Was kannst du? Weihrauch. Das kühlt, ja? Nein. Also, interessiert's. Hätte ja sein können, es gibt ja... Sachen, was dich wärmt, dann wäre es ja auch logisch gewesen, dass es vielleicht irgendwas gibt, was dich auch kühlt. Ja. Gibt es auch bestimmt, nur wir sind mal wieder zu blöd.
Was bringt dieser Wüstenbärenbrei? Das gibt keinen Effekt. Das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung für Wüstenbärenwein. Ah, das kann sein. Der im Fermentierungsfass hergestellt wird. Mhm. Gibt's hier noch irgendwo? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Eine Flüssigpresse haben wir doch hier irgendwo rumstehen, ne? Ja. Ach, hier zigtausend. Hab mit diesen Dingern nie gearbeitet. Ach, verdammt, da steht aber damit habe ich mal Öl hergestellt. Aus den Fischis. Jo. Hm. Oh, hier ist ein Leopardenbaby. Soll ich das mitbringen? Boah, mach doch. Oh, es fiepst. Ein Jaguar-Baby. Habe ich mal mitgenommen. Das lief hier so alleine rum. Das sah traurig aus. Und es hat gefiepst. Es hat so gemacht. Hm. Ich glaube, ich habe hier bald alles an Aloe abgeerntet. Hm. Na ja gut, es sind 500 Stück, aber für den konzentrierten Aloe-Saft. Ja, ich habe ein paar Machtfragmente gefressen, damit ich das machen kann. Böse Mathilde. Dafür sind die Machtfragmente doch da, oder nicht? Ja, eigentlich wollten wir die auch nochmal gegen ein paar Rezepte eintauschen. Ja. Bin zu doof für helles Bier. Ich habe es jetzt zwar gelernt, und wo mache ich das? Oh, da war was. Ja, war ich gesehen. Was war das denn da? Auf jeden Fall im Fermentierungsfass, würde ich sagen. Ah, sowas haben wir noch gar nicht. Doch, natürlich haben wir sowas schon. Haben wir auch schon? Ach, da hinten. Ja. Ah. Aber ich denke dabei, Bier wird auch wahrscheinlich auch nur knallen, ne? Also in der Beschreibung steht, dass es kühlt. Gereinigtes Wasser. Hopfen. Gärmittel. Ja gut. Wo hast du den Scheiß hergekriegt? Hopfen und Gärmittel. Habe ich einmal in der im Dschungel habe ich was gefunden und im Norden hatte ich auch mal eine ganze Menge gefunden. Das habe ich gleich ganz viel mitgenommen. Okay. Und wo findet man gereinigtes Wasser? Bei Leuten. Musst du selber machen. Geh gleich in den Kühlschrank und hol mir ein Bier. Das ist ja kompliziert hier. Pass auf, jetzt kann ich kein gereinigtes Wasser machen, ich ahne es schon. Dann kann ich es machen. Ach, was machen eigentlich unsere Goldnasen? Gold hoffentlich. Ja, machen sie. Warte mal, wir haben bestimmt ein Schattenwurzes Fleisch oder so. Ah, Katze. Oh, wir können irgendwie, warum auch immer, ein zahmes Nashorn machen. Kriegsgebeuteltes cool. Nashorn. Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Brauchen kriegsgebeutelten Futter, wie man das auch immer macht. Und dann ein Nashorn, keine Ahnung. Ich stelle erstmal ein Bier her oder zwei. Dann gucke ich mal, was damit passiert. Ob das kühlt oder nicht. Ach, wir haben helles Bier, siehst du. Oh. Ich teste jetzt einfach mal. Ich trinke und man müsste ja ein Effekt zu sehen sein, oder? Ja, Temperatur geht runter, ich friere.
Dann scheint das zu funktionieren. Dann, er mit dem Bier. Sind wir natürlich Hacke, aber... Ach, siehst du, ich pack noch ein paar Eier mal in Uns fehlt ja ein Hopfen. Uns fehlt Hopfen? Ja, ich hab. Müssen wir mal gucken, ob wir noch Hopfensamen da haben. Jetzt habe ich gerade unsere Steinnaseneier gesucht, aber die habe ich ja unten in die extra leibeigenen Truhe gepackt. Hm. Auch wenn das hier noch steht als Heinrichs Untotensamen. Gut, dann machen wir ein bisschen Bier nebenbei. Na, nein, nein, da bist du. Also diese reinen Aloe-Extrakte, die brauchen echt lange. Echt? Ja. Ich nehme auch 100 von den anderen von den anderen Getränken mit. Okay, ich krieg Kopfschmerzen. Oh, jetzt sind ja noch Samen. Wieso sind die Samen in dieser Truhe? Keine Ahnung. Da ja, brauchen wir sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Man könnte noch verbinden. Ja, und Schleimsuppe. Da haben wir noch genug. Naja. Bremsen sind Verbände, wollte ich noch machen. Dafür brauche ich Seide. Vorausgesetzt, wir haben sowas noch. Oh, wir haben noch. Scheiße, ich glaube, ich habe die Seide alle in mehrlagige Seide umgewandelt irgendwann mal. Ah nein, hier ist noch Seide. Auch nicht so super viel. Hm. Haben wir noch irgendwo Zeug für, Suppe? Nee, ne? Also hier für Schleimsuppe? Also da brauchen wir Samen und Pflanzenfasern. Pflanzenfasern habe ich schon oben ins Lagerfeuer gepackt, aber... Ah, hier habe ich noch Samen. Ich glaube, ich muss mal mit der Sichel ein bisschen Samen sammeln. Mach mal. Ich habe gerade gesehen, wir könnten auch echt noch Spinnfäden gebrauchen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nochmal Spinnen jagen gehe. Wo ist denn der... Ist das der Dünger? Hier, der Dünger? Hä? Komposthaufen? Nein. Das Schlepperella, wollen wir Spinnen fangen? Ach, da. Komposthaufen steht da dran. Weil da Steineisen-Eier drin sind, aber die haben wir wahrscheinlich reingepackt, damit sie nicht schlecht werden, ne? Nee, die packen wir da rein, damit die zu Kieselnasen werden. Ja, oder so, meine ich ja. Oh, ein Kapo. Jetzt mit Schlepperella Spinnen jagen. Kommst du mit? Nee. Bleibst du hier? Ich besorge Samen. Aber nicht irgendwo noch eine Todessichel hier? Oder hast du sie noch? Oh, warte, die hab ich, die kann ich dir geben. Bist du. Aber ich weiß nicht, ob ich die brauche für Spinneier. Ja, dann nehme ich hier so eine Stahlsichel mit. Ja. Oder soll ich dir noch eine Sternmetallsichel machen? Nee. Die ist voll geil. Dann nehme ich.
Oh, halt. Nein. Ich nehme Epona mit noch. Sonst dauert ja der Rückweg ewig. Ach komm, ich baue mir selber eine. Das kommt. Ja. Folge mir, Wolfi. Wieso ist dieses Pferd nicht in der Lage zu laufen? Das ist doch dumm. So. Muss ich erstmal kurz gucken, wo ich hin muss. Hä, gab's nicht mit der Sense auch hier irgendwie diese komischen Samen? Oder bin ich auf dem falschen Spiel? Auch, ja. Weil ich gerade nur verletzt. Ich glaube, je effektiver die Sichel, desto weniger Samen. Keine Ahnung. Ich will den Busch. Ja, wenn ich den Busch so sammle, kriege ich Samen raus. Geil. Und sammle so. Ja, dauert aber zu lange. Wenn ich pro Busch nur 2 Samen bekomme. Toll, dann hat man schon so eine Pornosichel und dann kriegt man nicht mal seine Samen. Ich nehme mal die andere. Mal gucken, was damit ist. Mit der schlechteren. Vielleicht hast du ja recht, umso besser die Sichel, umso schlechter. Umso mehr. Da sind ja schon Spinnen. Zeug kriegst du da. Da sind auch Spinnen. Halt. Wartet ihr, Spinnies? Nee, ich glaube, mit der Sichel kriegst du generell nur Pflanzen ver... Oh, doch, da kam jetzt Samen. Oh. Halt. Die Spinne rollt weg. Ach, Mist. Von den Spinnen selber krieg ich ja gar keiner. Scheiß Spinne. Ja. Ah, mit der Sichel kriege ich Spinnenfäden aus einer Spinne. Siehst du wohl. Na, alles dupi. Okay, mit der anderen kriege ich jetzt komischerweise auch Samen, aber es kommt. Kommen Insekten, können weg. Kommt her, Spinni, 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 Spinnis. Kommt, Spinni, Spinnis. Aha, super, das ist ein Spinnennetze. Ah, das ist eine Megaspinne. Ist die dick. Haben wir die schon mal bekämpft, die Megaspinne? Ist die hässlich. Ist die dick. Ah, ich glaube, die wollten wir mal... Sicher? Ich glaube, die wollten wir mal töten, aber alleine traue ich mich nicht. Zumal ich jetzt auch nicht mega viele Pfeile mitgenommen habe, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, auf die Megaspinne. Megaspinne? Ja, die ist wirklich voll mega. Mega, ultra, super, hier, duper Spinne. Guck mal bei mir. Ich weiß, wir sind mal vor der, glaube ich, weggelaufen. Guck dir dieses fette Viech mal an. Guck mal, Heinrich. Ja, guck mal, Heinrich. Ja, ich gehe mal nach Hause. Ich kann keine Arachnophobie haben, sage ich dir. Ich kann ja nochmal kommen. Muss doch einen Moment, ein paar Minütchen warten. Dann packe ich erstmal hier oben die Samen ins Feuerchen. Dann gibt es noch ein bisschen Schleimsuppe für unsere Sklaven. Oh, ich glaube, die haben schon gereicht. Okay. Ich hätte gar nicht sammeln müssen. Okay. Na gut, dann haben wir jetzt wieder viel auf Reserve. So.
Nee, ich dachte nur, als ich vorhin das einen Auftrag gegeben habe, dass dann halt nicht so viel bei rumkommt, aber es kam dann doch sehr viel rum. Naja. Bring auf jeden Fall ordentlich Pfeile mit. Ja. Erstmal muss ich Wolfi loswerden. Halt mal kurz. So, wen nehme ich denn mit? Kannst du ruhig Imhotep nehmen. Muss der leveln? Du hattest Imhotep vorhin beladen. Ich habe ihn nur beladen, aber das heißt ja nicht, dass ich ihn nehmen will. Ich hab kann aber das im Training gebrauchen. Ah, komm, Imhotep. Folge mir, Imhotep. Sei da, habe ich aber auf jeden Fall genug, glaube ich. Boah, bist du zu Fuß hin oder wo bist du hin? Ich bin erstmal gebeamt. Gebeamt auch noch. Richtung Brumm-Brumm-Tempel. Folgt ihr mir auch alle? Deswegen habe ich auch mal ein Hottehü mitgenommen. Brumm-Brumm, ja, habe ich jetzt auch einen Sklaven. Und wo war der Brumm-Brumm-Tempel? War doch hier Brumm-Brumm-mäßig irgendwo. War noch ein zweiter nach rechts. Das sieht gut aus. Ja. Ich bin auch tatsächlich ganz nah. Du musst nur nach Süden reiten. Das ist wirklich eine dicke, fette, eklige Gespinne. Ach, hier waren auch die Hyänen. Oh nein, eine normale Spinne hat mich gesehen. Gott sei Dank. Die Hyänen mache ich gleich platt. Ich komme gleich wieder. Ja, von denen kriege ich gleich Totenköpfe, dann kann ich tote Hyänen machen. Okay. Einfach nur, weil ich es kann. Okay. Ups. Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder los, Heinrich? Ach, ich hab was vergessen. Pfeile? Ja. Oh, Junge. Da müssen wir es ohne hinkriegen. Ja, können wir versuchen. Weil du mich vollgequatscht hast. What? Imhotep ist schuld. Imhotep ist schuld. Ja, weil er so Imhotep ist. Wow. Oh nein. Tot, geil. Ach, scheiße, ey. Fängt ja schon mal an. Ja, ich bin extra wie bei Super Mario mit dem Pferd auf die Spinne gefallen. Aber nein, die Spinne geht dadurch nicht kaputt, nur der Heinrich. Sogar das Pferd hat nichts abbekommen. Da ist die Spinne. Die haben doch besiegt. Haben wir? Ja. Ich weiß, dass ich irgendwann mal vor dir weggelaufen bin. Ja, das auch, aber wir haben die auf jeden Fall platt gemacht. Wo bist denn du überhaupt hier? Ich hab mich in Sicherheit gesetzt. Wo sitzt du denn? Wo bist du denn? Du bist hier irgendwo am Rand. Ich glaube, die sieht mich gleich. Ich würde ja Licht anmachen, aber... Ich bin schon an dir vorbei. Bist du ja irgendwo auf dem Stein, oder was? Ja. Nee, ich bin... muss da noch mal ein bisschen weiter rumlaufen. Ach, du bist hinter der Spinne. Du willst die Spinne töten und dich nicht dahinter verkriechen. Ich wollte eine sichere Schussposition. Ja, jetzt hast du aber nichts zum Schießen. Willst du auch nicht mehr schießen? Ein bisschen was zum Schießen habe ich noch. Ich habe überhaupt nichts zum Schießen. Naja, Imhotep ist ja nicht mein Kämpfer. Wer Imhotep stirbt. Dann soll ich die anlocken? Dann siehst du ja, in welche Richtung. Ja, lock mal an. Ich bleib hinten. Mach mal locke lock. Du bist ja echt ein hässliches Viech.
Würfel mich direkt an Grounded erinnert. Oh! Imhotep, hinter dir! Eine kleine Spinne! Boah, ich hau ihn. Joy of slaying. Oh, die... Ups. Die kleinen Spinnen bringen aber auch schon was. Ja, ich weiß. Hey! Und tot? Nein. Warum kämpft dein Typ Schlepperella-Vieh nicht? Weiß ich nicht, ich hab ja gesagt, sie soll angreifen. Wo rennt das Vieh hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es keinen Schaden bekommen. Ah, Imhotep, pass auf! Sie ist auf jeden Fall groß und giftig. Da mal runter. Pass auf, dein Hottehü! Mal so frei, ab und zu ein bisschen Heilung zu spendieren, ne? Ja, nett von dir. Ja, ich weiß. Siehst du, wir brauchen keine Pfeile. Ich habe extra die zu Hause gelassen. Ja, aber alleine wäre die, glaube ich, ganz schön fies geworden. Aua! Ich will erstmal was trinken. Ach, das. Ey, was hast du mich noch erwischt, du Kacken? Oh, 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 oh. Ich guck euch mal zu. Oh, hier ist eine ganz große Spinne. Die ist schon tot. Die ganz große Spinne ist im Arsch. Ich hab auch gerade. Und hockt da jetzt ganz lustig. Ich glaube, die sollte eigentlich auf dem Rücken liegen, oder? Ja, willst du was annehmen, oder? Ja. Ich hab die Trich bekommen. Ich weiß auch, wo ihre Dings ist. Cool. Genau. Oh, ich glaube, ich habe genügend Spinnenfäden gesammelt. Wie viel hast du so? 500. Oh. Der unverständlich. Fokuve Zeshe Fu Luyani Rudap Gerere Tayi Ro Fibu. Okay. Ja, ich habe jetzt auch schon so 400. Ja, dann können wir eigentlich zurückhalten. Okay. Muss nur mal zu meinem Pferd. Ach, dann kann ich zu meinen Hyänen reiten. Okay. Sehen wir uns zu Hause? Ja. Ach, das Pferd ist noch beladen. Ach, oh, ich mach schon einen voll auf Mathilde. Ich reite in die falsche Richtung. Oder hattest du mein Hottehü letztes Mal benutzt? Nein, ich habe Hottehü nicht benutzt. Hey. Hey, was? Lass mich nicht an. Komm ich von da oben? Ja. Genau, bin hier einmal durch. Yeah!
Mach den Kopf zu. Geh nur raus. Oh, ich hab schon wieder ein fliegendes Gesicht. Ey, töte die nicht alle. Nimm die Herzen mit. So, dann müssen wir auch was nehmen zum Hacken, denke ich mal. Dann kriegt man bestimmt einen Kopf. Wenn du einen Kopf haben willst, dann wäre es gut, was zu Hackeli, Hackeli, Hackeli. Oh, halt, 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 halt. Ich will doch rotes Färbemittel machen. Ey, nicht mein Pferd angreifen, du Kackvieh. Geh nach Hause. Knochen, Dämonenblut. Ich glaube, da kommt ein Sandsturm. Gut, dass ich eine Maske mit habe. Ach, im Sandsturm sieht man immer so schlecht. Ja. Ach, Fackeln könnte man noch gebrauchen. Fackeln? Achso, einen Leuchtschleimfacker habe ich noch, okay. Aber ich glaube, da in der Hölle war es ja eh nicht dunkel, oder? Es ging. Also da war auf jeden Fall eine sehr düstere Ecke dabei. Aber da kann ich nicht so genau sagen, weil ich weiß, dass ich da gestorben bin. Hallo, alte Basis! Ach so, ja, aber das, da hätte auch, reicht auch eine normale Fackel, glaube ich. Ich will den Kopf, verdammt. Ja, aber die Leuchtschlammfackeln halten einfach länger. Ja, 20 Minuten, ne? Ja, ich glaube, die normalen Fackeln halten nicht so lange. Das kann gut sein. Man könnte ja zur Not noch eine zweite machen. Ja. Hatte ich ja immer. Ach, die bringen echt nur Scheiße. Ich will einen scheiß Schädel haben. Kackviecher. Ich will euch in meinen Zoo haben. Ist dieser Sandsturm bald mal zu Ende? Ich sehe nichts. Ich bin überlastet. Reite ich mit dem Sturm. Oh, jetzt sehe ich langsam wieder was. Sehr schön. Brauchst du noch Dämonenblut? War nicht schaden. Es sei denn, du musst es unbedingt loswerden. Aber nö, nimm ich's mit. Behalten kannst, wär's cool. Dann nehme ich's mit. Mal, mach ich hier mal Licht an. Erst Sandsturm, dann Dunkelheit. Dann Aua. Nicht runterrutschen. Stimmt, da unten waren wir ja mal, ne? Genau, bei dem Kackdrachen. Ah, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Schön, schön. Hm, kein Kopf gekriegt. Oh, aber heimlich. Hättest du auch alle am Leben lassen können. Weil wenn man von denen einen Kopf kriegt, dann kannst du davon auch so eine Sklavenversion machen. Ich weiß, kleiner Heinrich, ich weiß. Ja, dann trinke ich was und reite jetzt nach Hause. Aua. Ist ja ein weiter Weg. Bist schon zu Hause? Nein. Aluhrzeug hast du auch noch genug, oder? Ja. Bin mal gespannt, wie weit unsere Aluhrtränke sind, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich habe 10 einen Auftrag gegeben, aber die müssten eigentlich ganz schön reinhauen, weil das konzentrierte, reiner Aluhr ist. Vielleicht heilt dann die Flasche dich komplett. Das ist meine Hoffnung. Aber dann wären auch vielleicht normale nicht verkehrt, weißt du?
komme ich denn hier runter? Verdammt, ach hier. Wenn man nur so ein Drittel Energieverlust hat, dann braucht man ja nicht dieses gute Getränk nehmen. Ja, ich kann auch noch ein paar normale machen. Genau. Porno-Rüstung hatten wir ja schon. Und die tragen wir ja. Genau. Ich glaube, dann können wir echt nächste Folge los. So, ich habe auch genügend Läuse gesammelt, damit ich noch ein bisschen rotes Färbemittel machen kann. Oh, oh, unser kleiner Dämon bewegt sich. Oh nein. Schlaf weiter, kleiner süßer Dämon. Oh, scheiße. Dämon erwacht. Ja. Dann gehe ich mal kurz gucken. Ich muss. Ja gut, dann kann ich ja weiter reiten. Einfach mal einen Schnuller reinpacken, vielleicht pennst du weiter. Ja, so ist das, wenn man sich fortpflanzt. Wo geht's denn hier nach Hause? Schätzt man hier einfach querfeld ein und dann passt das schon. Ja, wird's nächstes Mal wieder echt lustig werden, wenn ich und Mathilde, oder Mathilde und ich, wieder in die Hölle reisen. Schnuller und Wächter-Dino wurden installiert. Perfekt. Achso, ich reite dran vorbei. Auch nicht schlecht. Epona, beweg deinen Arsch. Schlange! Warte, ich schmeiß euch die Augen von Seth raus. Dann habt ihr was zu knabbern. Oh, Imhotep muss wieder kämpfen, der Idiot. Komm. Steht hier auf Action-Leon. Oh nein! Aua. Ich bin mal gespannt, wer von uns zuerst zu Hause ist. Nee, du bist ja zuerst los. Ja, aber ich habe ja zwischendurch eine Reitpause gemacht. Ja, stimmt, du warst ja beim Kind. Ja. Ja, aber ich mache gerade, glaube ich, den mega Umweg. Ja, ich auch. Ich komme vom Süden. Komme von irgendwo. Ich reite nach Gefühl. Oh. Oh. Ja, Gefühl reiten ist immer böse. Ja, ihr Steinnasen. Wenn ihr brav seid, rekrutiere ich euch alle. Aber nein, ihr seid böse. So nicht. Oh, sieht gut aus. Ich hab jetzt rechts den Salzsee. Hm. Ah. Die Fackel habe ich nur für euch angemacht, damit ihr überhaupt was sehen könnt. Ich reite im Dunkeln. Ich mache auch die Fackel an. Schöner roter Sand. Hat die Nuki-Installation was gebracht? Es bewegt sich nicht. Aber es atmet. Ja, das ist auch gut. Ja, hätte ja sein können, dass du das Genick gebrochen hast oder so. Wieso sollte ich hier das Genick brechen? Keine Ahnung. Was denkst du von mir? Wie kommst du da drauf? Das schockt mich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, sorry. Weil erst dachte ich gerade, ich gucke so auf den Monitor vom Babyfon da, vom Babyüberwachungsgerät und denke mir so, bewegt sich ja gar nicht.
Oh, jetzt hin und her. Links und rechts. Kopf und wieder auf. Augen sind zu. Aber gerade eben quasi. Oh, oh, jetzt kommen die Händchen dazu. Das ist nicht gut. Böse Händchen. Genau. Nichts machen, Baby. Wenn du alt genug bist, darfst du auch länger wach bleiben und kommen ins Spiel. Ich muss aber noch ein bisschen älter werden. 12? Nein, älter. Ja komm, mit 12 kann man schon kaum dann spielen. Dann machst du einfach diesen Nacktheitsmodus, den aktivierst. Nein. Wenigstens 14. Aber wenn es eine intelligente 12-Jährige ist? Nein. Das Spiel ist ab 18. Ja, aber... Conan läuft im Mittagsprogramm, der Film. Wenn der Film, der mal früher ab 16 oder so war, jetzt am RTL 2 Mittagsprogramm läuft, zumindest da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, kann er ja auch das Spiel spielen, also. Wahrscheinlich interessiert sie das überhaupt nicht, wenn sie es wollte. Das kann auch sein. Vielleicht mit 14 hat sie Bock auf Transformers oder so. Ich hab mich ja, wir haben uns ja mal so am Rande. Es wird ja alles Mögliche verfilmt. Und damals, es ist schon ein paar Jahre her, aber die Älteren unter euch werden es wissen, wurde Battleship verfilmt quasi. Also das Spiel Schiffe versenken zum Film, der dann gegen Aliens kämpft. Jetzt hat Disney eine super Idee. Die haben irgendeine Achterbahn. Die heißt Space Achterbahn oder so. Invaders. Was? Space Invaders? Nein, nein, das Space, Space irgendwas. Und Disney kam jetzt auf die Idee wohl, dazu einen Film rauszubringen. Das Geile ist aber, diese Achterbahn hat keine Geschichte. Da ist keine Handlung oder so. Das heißt... Es ist eine Achterbahn. Ja, ja, das ist es. Da gibt's, also, das heißt, es wird einfach nur der Name genommen und sich irgendwas so ausgedacht. Das ist, also, Disney möchte nur. Warum braucht eine Achterbahn eine. Ach so, ich dachte, die haben jetzt in Disneyland eine Achterbahn. Die gibt's da schon. Die Achterbahn gibt's schon in Disneyland. Aber zu dieser Achterbahn kommt jetzt ein Film. Du weißt. Ach, Space Mountain meinst du? Space Mountain, ja, genau. Du weißt, woher Fluch der Karibik kommt, oder? Nee. Möchtet ihr es ihm verraten oder soll ich es ihm verraten? Jetzt erzähl! Ich finde. Fluch der Karibik oder zu Englisch Pirates of the Caribbean ist eine Vergnügungstour im Disneyland. Ja, woher soll ich denn das jetzt wissen? Das heißt, Fluch der Karibik ist auch schon ein. Also eine Attraktion, wo man sich was zu ausgedacht hat. Okay, ja, das wusste ich doch nicht. Ja. Ich fand den ersten lustig und den zweiten fand ich scheiße. Und die anderen habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Der erste war super. Der war mittelmäßig. Ich fand den ersten Film super. Ich fand nur hier diesen bösen, diesen Captain da, diesen, nee, wie hieß er denn? Oh. Naja. Wie fällt der Darsteller da? Barbossa. Nee, nicht Barbossa. Captain Barbossa. Nee, wie hieß denn der, der eingebuchtet war? Am Anfang. Damit sein Schiff passte. Jack Sparrow. Ah, ja, den meine ich doch. Den fand ich lustig. Alles andere war scheiße von dem Film. Ja, im ersten Film war er noch lustig. In den anderen wurde er nervig. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe, glaube ich, die anderen... Im vierten habe ich auf jeden Fall nicht geguckt. Wenn's, den gab es, glaube ich, auch. Und den dritten habe ich vielleicht mal so nebenbei laufen lassen. Und an den zweiten kann ich mich nicht erinnern. Was mich nervt, ist diese Tussi und Legolas. Auf die kann ich verzichten. Diese Liebesgeschichte, Scheiße, da braucht kein Mensch. Ich brauch's nicht. Aber war ja ein Erfolg. Ich bin mit Master und Commander einfach zufrieden. Da habe ich meine Schiffe, die werden kaputtgeschossen. Sieht alles tutti aus. Das gefällt mir. Davon gibt es aber viel zu wenig. Oder
So, ich glaube, wir müssen mal langsam die Folge beenden. Ja, ich glaube auch. Ja, was wollte ich machen? Weiß ich nicht, was du machen wolltest. Kann ich dir nicht helfen. Verdammt. Gut, dann, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Jo, macht's gut. Ciao. Tschüss.